losgeht, die Bitte an euch, wie gesagt, auf dem Sessionplan unter vwmcamp.de, Sessionplan, gibt es die Etherpads zu den einzelnen Sessions. Dann wäre es schön, wenn ihr da ein bisschen mitschreiben könntet zu unserer Session, also einfach ein paar Stichworte. Wir werden auch am Schluss nochmal sammeln, vielleicht kriegen wir ja so eine Message oder so zusammen. Das wäre gut. Ja? Genau. Und dann legen wir jetzt auch los. Genau. Wer legt los? Du, mich. Du legst los. Oh, ich bin los. Okay. Genau, also man sieht uns. Genau, man sieht uns, man sieht unsere Twitter-Handles. Ansonsten vielleicht nur ganz kurz, wer das nicht weiß, ich bin seit 2013 im Bundestag. Dass ich dort bin, habe ich ja unten schon gesagt. Ich habe vorher schon viel Kommunalpolitik gemacht und jetzt eben, wie gesagt, im Bundestag war auch in die Bildungspolitik, bin ich eher über diese Elternschiene gerutscht, war im Landeselternbeirat tätig in Baden-Württemberg. Das wird man ja sowieso. Beruflich war ich in der Softwareentwicklung davor tätig, vor allem vor meinen drei Kindern, das hat sich nicht so richtig verbinden lassen. Fachlich in Berlin bin ich im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, im Ausschuss Digitale Agenda. Und dort, wir sind dort sehr spezifisch auf bestimmte Themen festgelegt. Eben mein Hauptberichterstattungsthema, die sogenannte digitale Bildung. Ich sage immer, es ist ein Hashtag, klar, Bildung besteht nicht aus Nullen und Einsen, aber eben den Einsatz digitaler Medien in Schulen, anderen Bildungseinrichtungen zu befördern und auch Bildung für eine digitalisierte Welt in einer digitalisierten Welt. Das ist so mein Thema. Letztes Jahr habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen in der Großen Koalition von der Union, der Sven Vollmering, einen Antrag im Bundestag eingebracht, den wir auch beschlossen haben, wo wir das Vorhaben der digitalen Agenda der Bundesregierung, eine Strategie digitales Lernen gemeinsam zu entwickeln mit den Ländern und mit anderen Akteuren, wo wir das konkretisiert haben, um die Bundesregierung so ein bisschen auf das Thema auch drauf zu schubsen. Und in diesem Jahr liegt eine ganze Menge vor uns, wo in dem Thema auch viel passiert. Und deswegen freut es mich, wenn wir hier jetzt auch zum Thema OER und wie können wir eigentlich da politisch möglicherweise auch was nach vorne bringen, ein bisschen ins Gespräch kommen. Andres Hälfte sozusagen des Vortrags geht mehr in die Praxis. Was ist das eigentlich OER? Wie setzen wir die ein? Wozu sind die zu Nutze überzeugt? Hat er mich? Jetzt bin ich dran, auch ein bisschen politisch was dafür zu tun. Du bist dran. Ja, ja. Danke, Saskia. Gerne. Genau, ich brauche mich jetzt nicht nochmal vorstellen, meinen Namen habt ihr schon ein paar Mal gehört. Nochmal, ich blicke jetzt aus der Rolle des Lehrers da drauf. Ich selbst habe in der Stadt Köln vor einigen Jahren angefangen, ein Wiki zu entwickeln, was ich euch so ein bisschen zeige, für die Schulen in Köln. Und ich nutze schon selbst sehr lange die Plattform Zoom.de, auch ein Wiki, um mit meinen Schülern Inhalte zu teilen und dass Schüler untereinander zusammenarbeiten. Und bei mir wird es auch darum gehen, was gibt es überhaupt für OER-Plattformen. Und ja, genau, das wäre vielleicht jetzt mal zum Anfang nochmal für diejenigen, die den Begriff noch nie gehört haben. Also gibt es da welche hier in der Runde, die gesagt haben, jetzt will ich mir nochmal angucken, was OER ist. Ja, das ist schon mal erfreulich. Ne? Ich habe vor 2 Jahren oder so mal in Lehrerkollegien so eine anonyme Abfrage gemacht über so ein Tool und da waren ganz viele Lehrer dabei, die wussten gar nicht, was das ist. Die sagten, das wäre so eine TÜV-Plakette oder so, so ähnlich wie DIN-Norm oder so. Ne? Also gut, brauche ich das nicht lange erklären, freie Bildungsmaterialien, nicht ohne Lizenz, sondern mit freier Lizenz und vielleicht was nochmal interessant ist, weil wir es ja auch streamen, wenn jemand dazu guckt, was so die Vorteile dabei sein können. Lebenslanges individuelles Lernen kann dadurch gefördert werden. Durch die freie Lizenz werden Schranken abgebaut, weil es halt erstmal verändert werden kann, aber auch weil es überall zur Verfügung steht und weil eben dann auch Menschen das nutzen können, die vielleicht keinen Zugang zu diesen Bildungsmaterialien hätten, wenn sie was kosten würden oder irgendwo, wie auch immer, nur per Passwort abrufbar wären. Aktuell, na, man kann sie also schnell aktualisieren, na, da liegt aber auch so ein bisschen die Herausforderung drin. Man muss es dann auch tun, also dass man auch wirklich so die Kultur ändert und nicht nur sagt, boah, ich benutze das mal, ist ja kostenlos. Ja genau, vervielfältig bearbeiten, habe ich schon gesagt, man kann Techniken integrieren, Medien integrieren. Ein Stichwort, man kann das so gestalten, dass es motivierend wirkt für eben die Lernenden, die aus Medienwelt kommen und man kann neue Methoden fördern, der Zusammenarbeit der pädagogischen Methoden
Man kann sie unterschiedlich gestalten und dadurch vielleicht auch durch diese Medien mit den freien Bildungsmedien differenzieren. Und da unten ist vielleicht nochmal auch eine Herausforderung, eine Qualitätssicherung, Ideologie. Natürlich kann auch eher im Verband Bildungsmedien, nicht der Verband Bildungsmedien bereitstellen, sondern auch irgendein anderer Interessenverband die bereitstellen und kann da seine Message reinpacken. Schön geschrieben. Industrieunternehmen können das machen, da können wir auch mal drüber diskutieren, wo da so die Herausforderungen sind. Qualitätssicherung ist ja auch ein Wort, was dann fällt. Das sind nochmal die Lizenzen, die sind, glaube ich, schon relativ kompliziert, so für den Nicht-User. Also das oben ist die einfachste Lizenz, Namensnennung, und dann kann man das kombinieren und kriegt dann also ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von freien Lizenzen, den sogenannten Creative Commons Lizenzen. Und die muss man also in der Tat auch tauschen, ist auch immer wieder wichtig, was ich auch immer wieder beobachte, wenn Leute Sachen ins Internet hochladen, bereitstellen, denken sie, dadurch, dass ich das bereitstelle, ist das ja dann auch automatisch frei verfügbar. Ne? Ist aber automatisch nicht frei verfügbar, sondern unter Copyright. Ist ja auch schön, dass es sowas gibt im Urheberrecht und Schutz von Urhebern. Also wenn man möchte, dass Leute das wirklich remixen können, dann muss man auch draufschreiben, dass es unter einer Creative Commons Lizenz ist. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Am meisten zu ist so ganz unten, ne? Nicht kommerzielle Benutzung und keine Bearbeitung. Dann darf man es also so als Privatmann einfach benutzen. Aber ein Verlag zum Beispiel könnte es nicht benutzen, weil er das ja dann kommerziell nutzen möchte. Und wie gesagt, oben ist nur die Namensnennung, ist bereitgestellt durch den, fertig. Ja? Also unsere Prezi hier zum Beispiel, die haben wir unter diese Lizenz gestellt, die könnte jetzt jemand von euch benutzen, könnte Teile daraus benutzen und könnte das wieder weiter bearbeiten, aber muss es unter gleichen Bedingungen weitergeben. Ne? Für den normalen Lärmchen ist das schon recht kompliziert, ne? Aber so ist das dann mit Lizenzen. Ja? Auf der Plattform. Übrigens nichts gegen die Lizenzen, die normalerweise verbreitet sind. Das genau. Ist praktisch nicht jede Schulbuch, sondern jeder kleine Schnipsel im Schulbuch mit einer anderen vertraglichen Bedingung mit dem Auto verbunden und ein Riesentheater in der Rechteklärung immer wieder. Genau. Also hier gibt es immerhin nur diese 6 Kategorien mehr. So gesehen ist es doch wieder sinnvoll. Ja. Alles wird gut. Genau. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele noch. Wo gibt es denn diese OER überhaupt? Also ein paar habe ich ja eben schon so genannt. Es gab 2013, ist das glaube ich sogar schon erschienen, oder 2014, eine Broschüre der UNESCO-Kommission und da geht es um OER und da sind also alle möglichen Sachen auch angesprochen, auch Lizenzen und es sind auch Plattformen vorgestellt, wo es OER gibt. Und das sind 4 Stück genannt. Hier seht ihr 3, Sego Geschichte, RPI Virtuell und die Zunde.de hatte ich vorhin schon genannt, also Zentrale für Unterrichtsmedien, die ganz viele Sachen bereitstellt, auch Wikis bereitstellt. RPI ist für Religionslehrer interessant vielleicht und Sego Geschichte ist auch schon selbst erklärend, wofür das sein könnte. Edutext ist ein Angebot, das diese ganzen OER eben, wie es der Name schon sagt, detect, also markiert. Und dann eben sammelt und man da auch selbst seine OER listen kann, sozusagen. Wir haben jetzt leider den Richard Heinrich hier, der könnte euch das ganz genau erklären, aber vielleicht kennt sich auch einer von euch noch damit aus, wir wollen ja gleich auch sprechen. Und da wird das so ein bisschen zusammengeführt. Und in Köln, wie gesagt, gibt es noch, das ist auch in der UNESCO-Broschüre, das Schulwiki für die Kölner Schulen. Das sieht so aus. Wie so ein, wie die Wikipedia im Prinzip. Ne? Ich nutze das aktiv und habe es auch mitentwickelt. Allerdings ist auch das spannend zu sehen, dass die 240 Kölner Schulen es gar nicht so nutzen, weil die irgendwo auch wahrscheinlich nicht verstanden haben, was man damit tun kann, weil sie vielleicht auch Angst haben. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, warum das ausgebremst wird, dass eben sichtbar wird, was sie machen. Dass die Sachen, die man da natürlich erstellt, erstmal vielleicht noch nicht perfekt sind. Ich weiß es nicht. Das Angebot ist da, vielleicht haben sie auch einfach keine Zugangsmöglichkeiten im Unterricht. Und da gibt es eben auch OER-Bereiche, wo man als Lehrer dann Materialien, die zum Beispiel Schüler erstellt haben, Qualität sichern kann und dann auch markieren kann. Und dann kriegen die oben in dem Wiki nochmal dieses OER-Zeichen da. Und dann kann man das auch erkennen und dann kann man die, in so eine Einstufung kann man auch
noch mal ein bisschen mit Schlagworten versehen, wofür ist das jetzt geeignet, für welche Schulform, das Wiki ist ja für alle Schulen und welches Thema. Und man kann auch, wenn es Aufgaben sind, so Aufgaben- und Lösungs-OER quasi einstellen. Genau, das sind die Features des Wikis, wie gesagt, für Kölner Schulen, ist ein Media-Wiki, genau wie die Zoom-Wikis und wie die Wikipedia, ist eben für mobiles Lernen in Köln gemacht worden vom Amt der Schulentwicklung und sie fördert natürlich Medienkompetenz. Die Schulen können alle mitmachen, es sind bis jetzt so 8 Schulen, die so mehr oder weniger aktiv drauf mitmachen und ja, dann noch so ein paar statistische Zahlen, wie viele Aufrufe es hat, das ist vielleicht, brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Da könnt ihr es euch mal angucken, wenn ihr wollt, wiki.stadt-köln.de. Da kann man es finden, man kann es auch einfach googeln, Schulwiki Köln. Und dann geht es mit der Nachbearbeitung. Okay, vielleicht zuerst mal, ich habe heute Vormittag auf einem Podium über diese digitale Bildung gesprochen. Und es kam die Frage auf, welche Kompetenzen geht es denn da eigentlich? Geht es um IKT-Kompetenzen? Brauchen wir mehr IKT-Fachkräfte? Geht es um Medienkompetenz? Geht es um Informationskompetenz? Ja, und ich habe dann oben drauf gesetzt, weil eben dann auch Herr Feldmann vom Bildungsmedienverband neben mir saß und von den Angeboten der bisherig vorhandenen Angebote der Verlage auch gesprochen hat. Ja, habe ich nochmal oben drauf gesetzt, es geht auch um die Gestaltungskompetenz. Es geht auch darum, dass Lernende tatsächlich auch ins Tun kommen und nicht nur, wie wir überhaupt in Deutschland, so eine gewisse konsumtive Haltung ja gegenüber dem Netz und den Netzinhalten haben. Nicht nur jetzt beurteilen können, taugt diese Information was und die nochmal nachrecherchieren und all diese Dinge, sondern auch selbst Inhalte erzeugen und selbst auch tatsächlich das Internet beeinflussen und mitgestalten. Und an der Stelle kommen eben auch OER ins Spiel, einfach deshalb, weil sie remixed und verändert und weitergegeben werden können dürfen, nicht nur durch Lehrende, sondern auch durch Lernende. Das macht einfach einen riesen Unterschied, auch in der Lehr- und Lernkultur. Und gerade die wollen wir ja, glaube ich, wir sind uns eigentlich mit der digitalen Bildung auch mit verändern. Wir haben gehört, dass doch eine ganze Menge Akteure da schon unterwegs sind, die bereits eine Menge machen zu OER. Das sind die, die haben wir schon mal alle hier aufgezählt. Wir haben in den letzten Jahren beispielsweise ein White Paper im Abstand von 2 Jahren ist es neu gemacht worden, weil so viel Neues hinzugekommen war, so viel Neues sich entwickelt hatte von Jörg Meerholz, dass es neu gemacht wurde. Es sind eine Menge Startups, ich will das jetzt alles gar nicht im Detail aufzählen, eine Menge Startups aus dem Boden geschossen, die sich in der Szene tummeln, und das ist auch wirklich eine tolle Sache, aber nach meinem Empfinden war es jetzt wirklich an der Zeit, diese empfundene Graswurzelbewegung, die auch so ein bisschen noch in selbstausbeuterischem Tun, insbesondere bei den Lehrkräften, da unterwegs ist, die auch zu unterstützen von der Politik her. Jetzt ist in den letzten fast 3 Jahren, glaube ich, zwischen KNK und BMBF, dem Bundesministerium, Ministerkonferenz und Bundesministerium für Bildung, eine Anhörung zu OER gelaufen. Die sind einigermaßen langwierig zu dem Ergebnis gekommen, hey, irgendwie tolle Potenziale, sollte man vielleicht mal was machen. Ist es uns dann gelungen, einen kleinen Haushaltstitel in den Haushalt des BMBF einzuspeisen, mit diesen 2 Millionen, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, von denen jetzt im vergangenen Jahr dieses Mapping OER-Projekt von Wikimedia finanziert wurde. Unter anderem Wikimedia waren ein paar andere Beteiligte, aber die waren eben federführend. Oder auch diese sogenannte Machbarkeitsstudie vom DIPF, vom Deutschen Institut für Sachs, Pädagogik und Forschung wahrscheinlich, oder? Cool. Ja, Richard Heiden, der uns vorher schon mal gefehlt hat, der fehlt uns immer wieder. So, und aus diesen beiden Prozessen sind jetzt auch wieder neue Ideen, Handlungsfelder, insbesondere auch Überlegungen zu Geschäftsmodellen, weil immer so ein bisschen die Idee herrscht, OER, da kann man gar kein Geld mit verdienen, das ist ja irgendwie alles umsonst oder zumindest kostenlos, ist natürlich nicht richtig, weil die Kosten ja durchaus vorhanden sind, die Dinge zu erstellen, zum einen, also eben nicht umsonst, und zum anderen durchaus Geschäftsmodelle sind möglich, wir haben ja vorher die Lizenzen gesehen, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Dinge zur kommerziellen Nutzung weiter zu verwenden und
ich sage immer, auch dieser Gegensatz, dieser Streit, dieser Scheinbare, der dort aufgemacht wird, Schulbuchverlage und OER, das widerspricht sich sozusagen, das ist einfach nicht richtig. Die Verlage, die Leistung der Verlage ist nicht etwa Bücher zu drucken und zu binden und zu verkaufen für teuer Geld nebenbei gemeint, sondern die Leistung besteht eigentlich daraus, Unterrichtskonzepte anzubieten, didaktisch durchdachte, erprobte Unterrichtskonzepte, wo sich Lehrkräfte auch darauf verlassen können, dass die funktionieren. Ja. Und das tun die auch in großer Zahl, sonst wären die auch heute nicht hier in so großer Zahl, wie sie da sind, gerade mit ihren Rollköpfchen, ist immer noch so. Dass, ja gut, das, die meisten Medien, die eingesetzt werden, sind eben doch noch gedruckt. Ja. So, und deswegen macht sich eben die Politik auf den Weg, da jetzt auch von Bundesseite und in der KNK dafür zu sorgen, dass dort Unterstützung von der Politik herkommt. Was die Regeln anbelangt, Urheberrecht ist hier genannt, es ist noch so eine These, dass man sagt, wenn das Urheberrecht bildungsfreundlich wird, wenn wir eine umfassende Bildungsschranke und Wissenschaftsschranke ins Urheberrecht implementiert bekommen, wo ich gar nicht so sicher bin, ob es gelingen wird, weil dann brauchen wir keine OER mehr. Das ist einfach nicht richtig. Ja? Weil es immer noch nicht darum geht, nicht nur darum geht, geschützte Inhalte im Unterricht angstfrei und ohne die Angst vor der Abmahnung einsetzen zu können, sondern wie gesagt eben auch um die Gestaltung, um das Mitgestalten, um das Verändern. So. Jetzt haben wir tatsächlich in diesem Jahr eine ganz interessante politische Konstellation, weil beide Ebenen, Länderebene und Bundesebene, sich auf die Fahnen geschrieben haben, dieses Jahr wird zum Jahr der digitalen Bildung. Ich bin deswegen total gespannt, was bei rauskommt. Der nationale IT-Gipfel hat sich dieses Thema, ein Leitthema gesetzt, und die KMK hat eine starke Truppe, einen Lenkungskreis und eine Arbeitsgruppe zu sechs Themen eingesetzt, und beide wollen bis zum Herbst diesen Jahres schon Ergebnisse vorlegen. Das ist sportlich für die Politik. Bin richtig gespannt. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Jahr unheimlich viel laufen wird. Wir haben jetzt in wenigen Tagen wieder eine große OER-Konferenz in Berlin, wo sich ja auch wieder vieles Neues bekannt werden wird, nochmal herausgestellt werden wird, wer ist denn da alles aktiv und wer ist besonders auch herausragend aktiv. Ich bin gespannt drauf, ich bin auch dabei, sowieso sitzungsmäßig, muss ich so hören gewesen sein. Ja, total jetzt eigentlich meine gespannte Frage an euch, bevor wir zum Ende kommen. Was kann die Politik auch tun, um jetzt an den Schulen zum Einsatz von OER, denn Andrea hat es ja angesprochen, 8 Teilnehmerschulen in Köln von, was hast du gesagt, 240? Wäre schön, wenn wir da ein bisschen vorwärts kommen würden. Was kann eigentlich Politik möglicherweise tun, um da zu unterstützen, dass mehr Lehrkräfte sich auch ranbauen an das Thema OER? Das wäre für mein Wunsch, was ich mit rausnehmen kann, wenn ich hier mit euch fertig bin oder ihr mit mir fertig seid. Mal sehen. Jetzt gleich. Ja, in einer halben Stunde vielleicht. also ich finde es ganz wichtig, dass die Lehrkräfte wirklich ausgebildet werden und irgendwie mit niedrigschwelligen Möglichkeiten herangeführt werden, es einsetzen zu können. Weil, also ich komme aus der Lehrerinnenbildung, ich habe mit Dozierenden an der Uni zu tun, mit zukünftigen Lehrerinnen, und selbst bei jungen Studierenden, da ist echt so eine, oh mein Gott, nachher frisst mich das Fremdwort aufgeführt, glaube ich, manchmal. Also wirklich, also ich gebe jetzt Fortbildungen und ich erkläre denen, was ist ein Padlet, was wirklich meines Erachtens eine ganz geringe Einstiegshürde hat. Und da stellen die sich dann manchmal wirklich 10 Minuten an, bis die da mal flüssig mit umgehen können. Und das braucht eben die Anleitung. Also das ist halt so ein Techniker, ne? Da geht es noch gar nicht so sehr um die Offenheit und die Lizenzfrage. Das ist ja verwunderlich, weil die sind wie alt. Also ich rede jetzt von die Studierenden gehen ganz schnell ins Pendel rein, ja. Und die Dozierenden, wie alt sind die? Also ich habe jetzt gefühlt zwischen letzte Fortbildung, ich würde jetzt mal sagen Anfang 30, bis der Älteste war 74. Okay. Ja. Also ich beschäftige mich aktuell auch mit dem Thema und frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich mein Wunsch? Also ich bin ja nun Lehrer und überlege, was ist meine Traumwelt? Wo würde ich gerne hin? Was wäre für mich ideal?
ich erlebe Lehrer, denen es schwerfällt, Sachen zu teilen untereinander aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich als deutsche Kollegen ein bisschen hinterherhinken, dass wir nicht so ganz offen sind, damit Dinge zu teilen, dass das bei uns nicht so sehr zur Kultur gehört. Und ich habe mich auch damit beschäftigt, was passiert, wenn ich jetzt verschiedene Creative Commons Lizenzen miteinander verbinde. Also ich glaube, dass man als Lehrer, um erstmal rangeführt wird, sensibel und auch einen Schutzraum braucht. Das heißt, wirklich eine Aufklärung, welche Creative Commons Lizenz steht wofür und wo bin ich wirklich abgesichert. Ja? Und ich habe tatsächlich dann auch, ich habe eine Landesregierung, eine Bundesregierung hinter mir, die mich darin unterstützt, genau das zu machen, weil die positiven Effekte ja definitiv da sind, auch im Sinne der UNESCO, ja auch eine Einigung darauf war, was wir wollen und dass das in genau in die Richtung soll. Ja, ich würde genau da ansetzen wollen, auch so an der Ausbildung, an der Heranführung der Lehrkräfte an dieses ganze doch sehr positive Konzept. Und die Frage war, wie können sich Lehrer da trauen? Und ich würde noch ein fairer vorsetzen, nämlich das Vertrauen. Und das ist so ein bisschen das, was eben auch schon angesprochen wurde. Ich muss in etwas vertrauen. Und im Moment sind wir Lehrer, haben wir das Vertrauen in die Schulbuchverlage, sag ich mal, in die offiziell zugelassenen Schulbücher, in die abgesegneten, kontrollierten Materialien. Da ist unser Vertrauen im Moment, so werden wir auch ausgebildet. Und dieses Vertrauen muss OER gewinnen. Ich habe da jetzt keine Strategie oder keinen Masterplan, aber dieses Vertrauen muss gewonnen werden. Und noch ein Schlagwort oder ein Statement dazu, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und das dauert, glaube ich, auch eine Zeit. Ja, ich finde es immer wieder spannend. Ich bin so in verschiedenen Kontexten auch mit OER immer wieder beschäftigt und war unter anderem halt auch bei den Workshops Mapping OER. Und deswegen finde ich es immer wieder spannend, dass in ganz unterschiedlichen Themen zusammen immer wieder die gleichen Themen kommen. Deswegen sage ich jetzt mal, was ich mir wünsche, ist, wenn die Sachen, die in der Studie nachher rauskommen, als Wünsche aus den verschiedenen Bildungsbereichen, wenn die wirklich umgesetzt werden und sich Bund und Länder da wirklich auch mal trauen und Geld in die Hand nehmen, dann haben wir ganz viel von dem, was ihr gesagt habt, auch umgesetzt. Denn da geht es wirklich um Fortbildung, Weiterbildung, Essen, die Ausbildung bringen, Schutzräume schaffen, lizenzklare Materialien geben, mit denen man wunderbar arbeiten kann. Also das wäre Geschäftsmodelle. Es sind auch tatsächlich schon zwei Ausschreibungen aus dem Prozess rausgegangen. Das eine ist so eine Informationsstelle, so eine Zentrale, die vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist, was die Lizenzen anbelangt und was überhaupt, wie finde ich denn Materialien auf. Also ich finde, eine neue Plattform zu bauen, wo dann alles untergebracht werden muss, wäre irgendwo irre. Ja? Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Sachen eben auffindbar sind und dass sie möglicherweise auch eben Schnittstellen zueinander bekommen. Ja, und die andere Sache ist tatsächlich Multiplikatoren-Schulungen zum Einsatz von OER im Unterricht und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Diese ganze Sache mit diesen Hürden, die jetzt überwunden werden müssen, die technische Hürde, stellt auch wieder fest an Lehrerfortbildung. Aber wenn dann mal eine Schule sich auf den Weg gemacht hat, zum Beispiel Gemeinschaftsschulen jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel, die nutzen ganz selbstverständlich OER. Die haben gar keine andere Möglichkeit, weil die Schulbücher noch gar nicht darauf abgestimmt sind, auf diese neue Schulform. Das heißt, sie müssen sich selber umsetzen. Materialien austauschen, da gibt es eben so Plattformen wie It's Learning als kommerzielles Ding oder Dealer aus Fischöschingen als freie Bildungsplattform und jetzt auch das LMZ, was die Plattform, die sie Bildungsplattform. Bildungscloud sagen sie ja manchmal. Bildungscloud oder was auch immer. Da sind auch nur freie Materialien drin, die jeder Lehrer auch nutzen darf. Und da geht der Trend dann schön, wenn die Lehrer sich mal tatsächlich einen Weg gemacht haben und begriffen haben, dass dort viel mehr Möglichkeiten gibt, wie viel Auswahl da ist als im Schulgänger. Genau. Ganz interessanter Hinweis, wenn ich eine kleine Änderung machen, dieser Bedarf aus den Gemeinschaftsschulen, aus dieser anderen Pädagogik, der hat entstehen lassen, dass man OER einsetzt. Nicht etwa, oh, wir wollen jetzt digital sein, deswegen brauchen wir OER, ja? Oder wir haben jetzt diese Technik, deswegen brauchen wir OER, sondern wir wollen eine andere Pädagogik haben. Ja? Wir wollen individuell fördern, individuelle Ansätze unterstützen, selbstgesteuertes Lernen, selbstorganisiertes Lernen, all diese Dinge. Und dazu brauchen wir OER. Wollte ich im Prinzip genauso sagen. Sorry. Also, das tut mir nicht leid. Aber ich unterstreiche das dann einfach nochmal. Du hast vorhin immer mal gesagt, Veränderung der Lernkultur durch digitale Medien. Ja. Und ich glaube, es funktioniert halt genau andersrum. Ja. Wenn wir die Veränderung der Lernkultur haben, und dann meine ich jetzt sowohl im Unterricht als auch die Kollaboration innerhalb des Kollegiums,
dann brauchen wir OER. Wenn sie gebraucht werden, dann ist es auch ein Erfolgsmodell. Solange es nicht gebraucht wird, ist es was, womit sich ein paar Leute beschäftigen, die das Potenzial sehen, aber wir kriegen es so nicht in die Weite getragen. Stichwort VWM-Camp und OER, wie passt das zusammen? Mhm. Du hast ja auch gesagt, Schulbuch und Vertrauen. Und habt ihr da Ideen? Oder könnt ihr jetzt ein Schulbuchverlag, ich sage jetzt mal, so den Anfang des Satzes? Also ich hatte eben schon vor, darauf zu reagieren mit dem Schulbuchvertrauen. Natürlich sind die, müssen die abgesegnet werden. Aber ich glaube, dass wir in unserer Ausbildung ja auch darauf vorbereitet werden, genau damit auch kritisch umzugehen und die Inhalte der Schulbücher nur dann einzusetzen, wenn sie tatsächlich zielführend sind. Und das passiert für mich nicht häufig genug mit den Medien, die ich da habe, und wähle deswegen ganz oft auch gezielt andere aus. Und dabei fällt halt wiederum so ein Stichwort Medienkompetenz, das auch unter Lehrerinnen und Lehrern da sein muss, eben auch diese Lehrwerke entsprechend auszuwählen auf ihre Inhalte. Und ich glaube, dass viele Lehrer tatsächlich schon Börsen nutzen, aber nicht die, die vorhin an der Wand standen, sondern andere, wo gerade diese Lizenzen eben nicht sind und wo sie dann im unsicheren Raum sind und es gar nicht wissen. Ja. Ja, Dinge verwenden, die, von denen sie nicht wissen, dass sie sich damit auf dünnem Eis bewegen. Ja. Warum? Ich glaube, dass die leichter zugänglich sind und leichter bedienbar. Also da wäre vielleicht was. Die Bedienfreundlichkeit von Zooms zum Beispiel, ich finde es nicht so handlich wie andere Börsen. Mhm. Ja, und da könnte man vielleicht auch ein bisschen zu. Nicht die Antwort auf die Frage gewesen, die du gestellt hast. Das würde ich mir wünschen. Ich gehöre zu den Verlagen und habe mit vielen Leuten hier gesprochen und ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, wäre, dass Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit haben. Weil dann würden sie auch... Oh ja, das wünschen wir uns auch. Das ist ja auch das, was du quasi ja gerade mit dem Wiki und so auch vorgestellt hast, dass es vielleicht wenig nutzen. Und ob das jetzt dann OER ist, was ich dann so oder... Aber diese Zeit zur eigenen Fortbildung mit digitalen Technologien, aber auch mit Inhalten, selber Inhalte erstellen, Inhalte suchen und finden, also es braucht einfach alles Zeit. Und wenn ich dann mir Lehrerinnen und Lehrer vorstelle, die halt zwei mega Korrekturfächer haben, die greifen dann einfach oftmals auf das zurück, was denn da ist. Ja. Ohne groß zu suchen. Ja. Das ist der Grund, warum ich vorher für Selbstausbildung gesprochen habe. Ja. Ich bin, was soll ich sagen eigentlich? Nee, mach mal erst. Genau, also ich bin genau auch bei diesem Stichwort Zeit hellhörig geworden. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. OER kommt nämlich mit zwei neuen Herausforderungen auf die Lehrer gleichzeitig zu. Das eine ist die nehmende Kompetenz, zu entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, was ist fremdbestimmt, was ist beeinflussend, was ist neutral, was kann ich benutzen. Ich muss das, und da muss ich auch ausgebildet werden für, sowas zu erkennen, da muss ich geschult werden. Das ist der eine, und das andere ist der gebende Weg. Ohne den wird ja OER auch nicht funktionieren, sondern ich muss auch noch dann einstellen und noch rausgeben, ja, und dann auch das Vertrauen haben, dass es wieder gut genutzt hat, muss das Vertrauen dann in diese nicht Siegel, sondern Zertifikate in den Lizenzen haben. Ja. Also ich muss auf zwei Wegen, auf beiden Wegen muss ich gleichzeitig kompetent werden, sagen wir mal. Ja. Und das wird Zeitfrage sein. Ja, ja, also da muss ich möglicherweise noch ein bisschen Mut haben und wie der Thomas Brügger von der Bundeszentrale für politische Bildung gerne sagt, Kontrollverlust wagen. Ja, ich muss auch noch so ein bisschen was in die Hände der Schüler geben und das ist ja, Freiflug ist noch ein bisschen gefährlich. Ist das wieder eingefallen? Ist es wieder eingefallen, ja. Ich wollte ein bisschen in die Richtung gehen, VWM und wie passt das mit OER zusammen. Ich glaube einfach, dass wir auch in Ausbildung von viel mehr darauf achten müssen, dass die Lehrkräfte ja genug geschult sind, um wirklich gutes Material zu erkennen. Da ist es im Prinzip egal, ob es ein Verlag ist, es ist egal, ob es ein OER ist, es ist egal, ob es irgendwas anderes ist. Da ist es auch im Prinzip egal, ob das ein ideologiegeprägtes Material ist oder nicht, weil die Lehrkräfte das dann ja sehen und entsprechend auch zur Reflexion einsetzen können. Deswegen ist auch so diese Diskussion, die finde ich auch dann immer wieder schwierig, wo dann Männern gesagt wird, dieses klassische Beispiel, Unterrichtsmaterial, Ernährung ist von McDonald's, kann man nicht benutzen, doch kann man wohl durchaus benutzen, wenn man wirklich
dafür möchte ich kritisch mit umgehen, weil ich das auch nochmal ganz andere Kompetenzen fördere. Und im Bereich des Verlagswerks ist es ja genau das Gleiche. Da sind so viele Sachen, die man nicht nutzen kann. Wie oft war ich dann wirklich aus, weil man einfach damit nicht umgehen kann. Und es ist, ich finde es gut, dass das hier nochmal Thema ist heute, gerade auch beim VBM. Und ich hoffe, dass die Verlage da nicht mehr so ganz verteufeln, wie man es manchmal immer noch so ein bisschen hört. Ich wollte schon auch darauf hinaus, kann ein Verlag vielleicht eher bereitstellen, oder zum Teil bereitstellen, funktioniert das? Ist das, also du bist für einen Verlag, musst du nicht sagen, welcher, aber ist das überhaupt ein Modell, was man sich vorstellen kann? Wie würde das funktionieren? Was braucht der Verlag dazu? Weil ich finde das Spannende, das ist ja auch ein Entwurf, hat der René auch gesagt, dass die Lehrer, die machen das ja sowieso, die erstellen sich Materialien, dann kopieren sie das zusammen, die nehmen alles Mögliche irgendwo, dann Lizenzen, ich kopiere das dann nur teils aus oder so, dann kopieren sie vielleicht auch noch Teile aus dem Schulbuch, so ist es leider. Ne? Also alles, ich habe jetzt eine Fortbildung auch gegeben für Lehrer, die wussten gar nichts, die haben Bilder aus dem Internet halt runtergeladen für Präsentationen, ich habe gesagt, dann muss die Quelle drauf, das müssen ja auch die Schüler lernen. Drauf. Ja, wo hast du das her? Ja, von Google Bilder. Also, da kann man das doch nehmen, das ist doch kostenlos. Ja, aber das ist die Realität. Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gedankenmodell, ein Verlag oder er rausgibt, dann muss natürlich der Verlag auch was dafür bekommen, ist ja klar. Der müsste ja, das kann natürlich einfach, kann sie jetzt nicht sagen, okay, cool, wir machen jetzt unsere Schulbücher als VR. Und dann hätten die Lehrer aber dieses Material, das wäre ja dann qualitätsgesichert und sie könnten es remixen und wieder bereitstellen und dann würde man sie vielleicht dann mal in die Richtung bringen. Weil ich glaube, für viele Lehrer ist es echt in der Tat, wenn die dann auf Zoom gehen oder durcheinander und ist das denn jetzt und dann müssen die noch irgendwas googeln, dann finden sie eine andere Quelle, total lost in space. Und der Vertrag ist der sichere, der Verlag ist der sichere Hafen. Ja. Ja, ich wollte gerade daran anschließen, noch was du eben gesagt hast, den Kontrollverlust, den die Lehrer haben. Das Sharing zwischen Kollegen, das ist ja gang und gäbe. Google Drive, Dropbox und was auch immer. Es wird ja extrem viel an. Hinten sehe ich uns ganz anders. Ja, jetzt nicht. Kommt auf die Schule. Nicht mit dem den Kollegen daneben, der sitzt im mit dem nicht. Aber in meiner Schule und mit vielen Kollegen von mir ist es gang und gäbe und das Sharing läuft natürlich auch gut. Aber das ist ja immer in einem kleinen Rahmen, weil eben dieser Kontrollfluss da ist oder was du gerade gesagt hast, eben das alles zu kompliziert auch für viele ist. Das heißt, es fehlt so etwas wie eine Anlaufstelle, wo man dann mit Lizenzen dafür für jedermann zugänglich macht. Ich meine, für mich ist es ganz schön, dass ich da den Google Drive Ordner in der Schule habe mit Materialien, aber das bringt ja uns allen nichts. Und genau. Das sind vielleicht dann auch so die politischen Sachen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass diese Kontrolle dann wichtig ist. Ja, ich bin gespannt, welche ist ja ausgeschrieben, ziemlich breit aufgestellt eigentlich, welche Funktionen am Ende tatsächlich diese Informationsstelle möglicherweise dafür hinhaltig ist. Also ich glaube, das hat aber auch ganz viel wirklich mit dem Digitalen zu tun. Also wir haben in Rheinland-Pfalz eine Plattform, die heißt Omega Online Medien Gesamtangebot. Da sitzt kein OER drauf, also auch OER, aber nicht nur. Da sind auch lizenzpflichtige Sachen drauf, für die Kreismedienzentren. Lizenzen haben und andere Sachen von anderen Bildungsservern aus anderen Bundesländern und so. Das wird kaum genutzt. Das ist mittlerweile relativ bekannt, aber es wird ganz wenig benutzt. Und für mich ist die einfachste Erklärung einfach deswegen, weil das Material eben digital ist. Es sind halt viele Bilder drauf oder Videos oder Links irgendwo hin, aber es sind halt relativ wenig Arbeitsblätter drauf, die ich ausdrucken kann. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und von daher ist alles Bemühen um Verbreitung von OER immer ganz eng damit verbunden, dass es dann eben doch wieder digital ist. Das heißt, wenn man das jetzt so mal an der Stelle zusammenfassen, das sind so viele verschiedene Faktoren. Das hat was mit Mentalität zu tun, das hat zur Zusammenarbeit, mit Öffnung gegenüber den Schülern und Kontrollverlust und das Digitale kommt dazu und nicht wissen über die rechtlichen Gegebenheiten, was Lizenzen angeht. Ich glaube, das macht es einfach gerade so schwer. Es kann nicht weg, es ist auch keine Kunst, aber es ist halt ganz schwer, das wirklich in die Breite zu tragen
weil es mögliche Faktoren ist. Ja. Ist es sicher, dass es an der Digitalität liegt oder liegt es nicht eher an der Modularität? Das ist eben so kleine auch Bilder und auch Filme, und aber wo steckt da jetzt das Konzept dahinter? Ja, was ist eigentlich die Didaktik dahinter? Das Unterrichtskonzept fehlt. Ne? Ja, also der Service, die Leistung, die eben auch die Verlage erbringen. Aber meine Frage immer noch nicht beantwortet ist, die letzten beiden Meldungen, dann noch vielleicht ein kleines Wrap-up und dann ist schon wieder Pause. Wow. Ich frage mich, wir haben gesagt, dass eine Sicherheit da sein muss für die Lehrer. Ich glaube, das Problem ist auch, und deswegen generell die Frage, muss man nicht das Urheberrecht eigentlich überarbeiten und könnte man dadurch den Dschungel von OER nicht ein bisschen vereinfachen? Denn die Frage ist ja tatsächlich, woher weiß ich, dass ein Dokument, das mit OER veröffentlicht wurde, auf das ich zugreife, tatsächlich auch berechtigterweise OER gepusht hat und nicht vorher illegal irgendwo verwendet wurde? Es ist wie die Verwendung von Hehlerware, wenn ich das dann weiterverwende im guten Glauben, dass es funktioniert hat. Und darauf muss ich mich irgendwie verlassen können. Es muss eine Instanz geben, die das kontrolliert. Und das ist eine Unmenge an Daten und die Frage, wer übernimmt diese Verantwortung, das tatsächlich darauf zu sichten, dass es wirklich in Ordnung ist. Und da habe ich noch kein Konzept, wie das funktionieren kann. Und in diesem Dickicht muss man sich als Lehrer irgendwie sicher fühlen, damit man das tatsächlich machen kann. In Ergänzung zum Kollegen gerade aus Rheinland-Pfalz, also die anderen haben genau das gleiche Problem, wir sind ja auch der Landesbildungsbehörde, wir sind auch permanent im Austausch mit Rheinland-Pfalz und Omega. Ich würde bei uns eher das Problem sehen, dass es nicht so bekannt ist, dass ganz viele Lehrkräfte es einfach nicht kennen. Also wir haben Leute, die es wirklich total oft nutzen und viel nutzen. Wir haben Klickzahlen von 25.000 bis 37.000 im Monat ungefähr. Immerhin schon mal etwas. Aber es ist der rote Faden, der auch teilweise fehlt. Also einfach Bekanntheit und einfach rote Faden. Und zumindest hoffe ich, dass durch diese Lehrpläne online und die Verbindungen der Kernkompetenzen und der Kompetenzerwartung mit Materialien, zum Beispiel dann auf den Landesbildungsserver, die dann vielleicht sogar auch noch vernünftig lizenziert ausgewiesen sind, dass dadurch diese Materialien viel mehr genutzt werden. So ein Ansatz ist der Lehrplan-Kompass, aber das hängt, glaube ich, zusammen, das hängt zusammen. Okay. Also wenn ich jetzt als Politik was mitnehmen soll, dann habe ich verstanden, dass es um Mut geht, aber auch um Vertrauen. Dass man sich trauen muss und dass man auch vertrauen können muss, wie du so schön differenziert hast. Und dass es aber auch um Nutzbarkeit geht. Und da geht es nicht nur um Oberflächen, die eben einfach zu bedienen sind, sondern eben auch um sozusagen an die Angebote, die sich wirklich sofort einsetzen kann, wo ich vertraue, dass es funktioniert, dass ich damit auch durch die Stunden komme, die ich jetzt in der Unterrichtseinheit mir so ausmalen kann. Ja, dass ich wirklich am Ende auch ein Erfolgserlebnis habe und mit den Schülern gemeinsam auch einen Schritt weitergekommen bin. Mit mir und mit den Schülern. Und ich? Und du? Das gebe ich den Lehrern auch mit, dass man einfach den Kollegen das erzählt, guck mal hier, vielleicht interessant, und das zeigt, dass man das irgendwie weiterträgt. Und für die Verlage nehme ich mir mit, dass die vielleicht doch überlegen, ob sie irgendwie so pilotiert können, OER-Einheiten in die Bücher einbauen, und wenn sie was dafür brauchen, Geld, seid ihr dann zuständig oder nicht? Ich habe keins. Okay. Aber es kann ja sein, dass die Verlage ja brauchen, da arbeiten Menschen, die müssen was verdienen. Ja. Alles klar. Es geht um Bildung. Hey, vielen Dank. Dankeschön. Das läuft immer noch.